Ja, guten Abend aus Wiesbaden zum DFB-Pokal. Die erste Runde Wien-Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern aus der Brite Arena mit einem Team, das momentan in der dritten Liga um den Aufstieg mitspielt. Wiesbaden punktgleich mit Chemnitz und Dresden auf dem ersten Platz in der dritten Liga. Kaiserslautern ja am letzten Wochenende mit dem verpassten Sprung an die Tabellenspitze durch das Unentschieden in Sandhausen. Und heute kann also mal wieder etwas Zweitliga-Atmosphäre hier aufkommen in Wiesbaden. 2 Jahre hat der SV Wien selber in der zweiten Bundesliga gespielt, von 2007 bis 2009. Dann ging es runter in die dritte Liga und jetzt will man endlich wieder hoch in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Im letzten Jahr Platz 4 am Ende. Deswegen hat man den DFB-Pokal auch sicher gehabt. Die Qualifikation ja für die ersten 4 der dritten Liga. Und wir schon auf die Elf von Wien Wiesbaden im Tor. Kolke, Alschwede hinten rechts, das ist die einzige Veränderung zum letzten Drittligaspiel bei Wiesbaden. Dann Geier, der Kapitän Nico Herzig, früher bei Alemannia Aachen, der hat allemal Zweitliga-Erfahrung. Links Minzel und dann der Blick auf Kaiserslautern. Sippelkehr zurück, war ja rot gesperrt vergangene Woche beim Zweitligaspiel in Sandhausen. Jean Zimmer hinten rechts, Heinz Torrejon Löwe vorne, Sirdan Lakic als Spitze bei Kaiserslautern. Anstoß hat Wiesbaden in Rot von links nach rechts. Die Gäste von Betzenberg, die es ja endlich wieder rocken wollen auf dem Betzenberg. In den schwarzen Trikots haben ja ein perfektes erstes Saisonheimspiel gehabt gegen die Münchner Löwen. Als man das 0:2 drehen konnte gegen 1860. Was ist das? Die erste Chance. Das erste Tor. Müller macht die Führung für Wiesbaden. Aus heiterem Himmel, völlig unerwartet, frühe Führung für die Gastgeber, vorbereitet über rechts, scharfe Flanke für Müller und dann macht Robert Müller das erste Tor für Wiesbaden in diesem DFB-Pokal, Erstrundenspiel, überraschend, bitterer Auftakt für die Roten Teufel, viel vorgenommen, aber mit einem Tor nach 1,5 Minuten durch die Wiesbadener konnte nun niemand rechnen. Vorbereitet das Tor von Burg. Und jetzt die Frage, wie geht die Elf von Kosta Hrnjajić mit diesem Rückstand um? Frühe Führung für den nächsten Verein aus der dritten Liga. Gestern ja erst mit Chemnitz und Duisburg. 2 Vereine aus der dritten Liga weiter. Das ist Jensen! Stark durchgesetzt mit der ersten Chance für Kaiserslautern über Jensen. Abstoß für den Wiesbadener Torwart Markus Kolke, seit 2011 im Verein. Letzte Station Waldhof Mannheim. Großer Name, er hat es geschafft, sich durchzusetzen gegen die Konkurrenz, die von Dresden kam, mit Florian Fromlowitz und der Mann aus Mainz, Niklas Reichel. 2 neue Torhüter bei Wien Wiesbaden. Und trotzdem bleibt der Trainer, bleibt Marc Kiende bei Kolke. Der Torschütze Robert Müller. Minzel. Schnellbacher, die nominelle Spitze bei Wiesbaden. Bislang vorne noch nicht aufgefallen. Lukas Schnellbacher kam im letzten Jahr, da sind die meisten Transfers getätigt worden im letzten und in diesem Jahr, da hat sich ein Umbruch ergeben bei Wiesbaden durch einige neue Männer, die sich geholt haben und daraus resultiert dann eben, die guten Transfers führen dazu, dass hier in Wiesbaden ein Aufstiegsfavorit spielt. Die Trainer der dritten Liga durften ja im Vorfeld ihre Favoriten benennen und da hat sich eigentlich neben den Absteigern, neben Bielefeld, Cottbus und Dresden noch Wiesbaden rausgestellt. Wart nur.
Jean Zimmer. Magmur gegen Müller. Kam 2012 bereits nach Wiesbaden von Hansa Rostock. Alexander Ring, Nationalspieler für Finnland, wieder Zimmer. Ring, Lakic kommt nicht ran. Gut entschärft gegen den kroatischen Stürmer. Guter Ball für Gauss gegen Alschwede. Und das ist die Chance, Jensen. Kriegt den Ball nochmal. Jensen! Im zweiten Anlauf der Ausgleich für Kaiserslautern, weil Wiesbaden diesen Ball nicht wegbekommt. Und dann Jensen nochmal vor die Füße legt. 1-1. Der Ausgleich für die Roten Teufel. Im zweiten Anlauf von Jensen. Und da ist die schöne Führung, die sich der SVW erarbeitet hat mit dem frühen 1-0 dahin. Kaiserslautern kommt zurück und wieder über Ring gegen Minzel. Zimmer, Ball war nicht im Aus. Jean Zimmer hat sich letzte Saison gezeigt beim Auswärtsspiel auf St. Pauli. Und das ist die Flanke für Lakic. Jetzt ist die Fahne oben für Serdan Lakic. Und das ist meines Erachtens sogar eine Fehlentscheidung gewesen. Die Linien machen es am Ende deutlicher, als es glaube ich war. Könnte sein, dass hier Lakic um den Angriff beraubt wurde, kam ja aber ohnehin nicht an die Flanke. Deswegen keine allzu große Veränderung des Spielgeschehens. Trotzdem ärgerlich. Gauss gegen Alschwede. Geier. Neuzugang im Sommer, kam von der zweiten Mannschaft der Stuttgarter. Minzel. Und Lakic, mal mit etwas Platz. Ring. Könnte passen für Karl. Perfekte Schussmöglichkeit. Wenig draus gemacht, der Sechser der Lauterer in dieser Situation. Da war viel mehr drin für Markus Karl. Gut gespielt von Lakic. Und dann will er es zu gut machen. Markus Karl, selten, dass er überhaupt zum Abschluss kommt. Hier hat er nicht alles richtig gemacht nach einer halben Stunde bei der großen Möglichkeit zur lauterer Führung gegen den SVW in Wiesbaden. Altspiele für Burg. Da entstand das Tor über Nils Ole Burg. Abschluss diesmal für Sippel, der beim Gegentor keine Chance hat, aus der Entfernung an den Ball ranzugehen. Unmöglich für Lauterns Torwart Tobias Sippel. Gauss. Markus Karl jetzt wieder in seiner Rolle als zentraler Mann. Magmur. Klasse den Ball runtergepflückt. Wieder Jensen. Förste, nochmal Jensen. Und jetzt ist Kolke dran. Kuriose Szene, die nächste Möglichkeit für Kaiserslautern. Die Chancen häufen sich und gerade Jensen macht heute ein sehr auffälliges offensives Spiel für den ersten FC Kaiserslautern. Da waren jetzt doch die ein oder andere Möglichkeit zu viel für den Drittligisten, dass doch da hinten die Verteidigung in Schwimmen geht bei den Wiesbadenern. Vorne immer gefährlich über Alschwede. Hat sich meines Erachtens gelohnt, diesen Mann einzustellen. Dafür sitzt Morovce auf der Bank, der im Sommer aus Cottbus kam, vom Absteiger von Energie. Das, wie erwähnt, die einzige Veränderung zum Spiel am vergangenen Sonntag gegen Hansa Rostock beim 1-0-Sieg im Ostseestadion.
Gute Flanke. Und hinten Alexander Ring. Kriegt er die Schussmöglichkeit. Gut gemacht von Markus Kolke. Gegen den finnischen Nationalspieler aus der Pfalz. Karl. Lakic rechts, wer macht nur? Sie machen es über Jean Zimmer. Harter Einsatz. Gibt Gelb für den Vorbereiter für Nils Ohlebuck. Geht da doch ziemlich hart rein. Freistoß Karl für Kaiserslautern. Gauss Offensivfoul aufgestützt. Deswegen der Freistoß für Kolke und Wiesbaden. Ring. Schnellbacher. Dafür, dass er die einzige Spitze ist, offensiv unauffällig, Lukas Schnellbacher. Die letzte Station bei ihm, die Jugend von Eintracht Frankfurt. Also hier, ja fast in der Nähe in Frankfurt. Dann ein hessen-interner Wechsel rüber nach Wiesbaden. In die Landeshauptstadt. Und dort darf er jetzt mitspielen mit einer Mannschaft, die vielleicht im nächsten Jahr zurückkehren wird, nach 2009. Nach 5 Jahren dritte Liga kehrt der SVW vielleicht zurück in die zweite Bundesliga und spielt dann wieder in Kaiserslautern, wenn der FCK selber den Aufstieg nicht schafft, bei anderen großen Vereinen. Jean Zimmer. Gut weiter. Lakic! Klasse gespielt! Ein toller Angriff! Der Lauterer noch vor der Pause die Führung. Sirdan Lakic mit einem herrlichen Kopfball. Klasse vorbereitet von Jean Zimmer. Und dann mit dem Kopf Sirdan Lakic hochgestiegen gegen die Verteidigung. Gegen Geier, der in dieser Situation so weit weg steht von Sirdan Lakic. 2:1 nach 0:1 Rückstand führt jetzt der Favorit aus der zweiten Bundesliga hier in Wiesbaden. Freistoß nochmal für den SVW. Vielleicht ja nochmal die Möglichkeit. Die Standards tritt Jänicke. Wo ist sie da? Der Mann aus Angola vor der Pause. Jetzt ist Halbzeit in Wiesbaden. 2:1 der Halbzeitstand. Wiesbaden mit der frühen Führung über Robert Müller. Dann kam über Jensen der Ausgleich für Kaiserslautern. Und kurz vor der Pause mit der letzten Torschance köpft Sirdan Lakic den FCK zur Führung zur Halbzeit. Das nochmal die frühe Führung. Klasse gespielt von Robert Müller. Als Wiesbaden auf einmal vorne war. Und dann hat Jensen offensiv seine Chancen gekriegt und der dritte Anlauf hat dann gepasst für Jensen bei Kaiserslautern. Kolke da danach in den Chancen und dann haben sich die Möglichkeiten doch gehäuft für den FCK und dann über diese prima Kombination direkt weitergespielt von Zimmer führt der FCK durch das Tor von Sirdan Lakic. Kurze Pause in Wiesbaden, wir sind gleich zurück zur zweiten Halbzeit im DFB-Pokal. Wiesbaden gegen Kaiserslautern. Bis gleich.